Krabbler und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Ein Star Trek Film von Quentin Tarantino wird von vielen mit Spannung erwartet. Nun bestätigte der Kultregisseur gegenüber dem Magazin Empire, dass bereits ein Skript existiere. Nach letzten Berichten wurde Tarantinos Entwurf vom Drehbuchautor Mark L. Smith ausgearbeitet. Der Regisseur muss nun seine Rückmeldung geben, dazu hat er bisher aber noch nicht die Zeit gefunden. Erneut bestätigte Tarantino aber, dass es sich um eine nicht jugendfreie Interpretation des Star Trek-Franchise handeln werde. In diesem Bestreben erhielt der Regisseur Rückendeckung von niemand Geringerem als William Shatner. Schon Discovery habe sich, so Shatner über Twitter, durch einige kräftige Ausdrücke hervorgetan. Er sehe nicht, wo jetzt das Problem liege. Bonn. Roberts und Trackens sprachen auf der FedCon mit Pike-Darsteller Anson Mount. Dabei erklärte der Schauspieler, er habe sich dem Charakter Pike recht pragmatisch genähert. Während Spiegel-Lorca auf Stärke und Disziplin aus sei, wisse Pike, dass die, die es in der Sternflotte geschafft haben, diszipliniert genug seien. Er wisse auch, dass seine beste Ressource sein Team sei. Mount hält das für die beste Eigenschaft des Captains. Zwischen ihm und Schauspielkollegen Ethan Peck habe sich während der Dreharbeiten sogar eine Freundschaft entwickelt. Das komplette Interview mit Anson Mount ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Mit The Looking Glass veröffentlichte The Neutral Zone einen zweiteiligen Fanfilm aus der TOS-Ära mit insgesamt 23 Minuten Laufzeit. Wir begleiten die USS Pegasus in die neutrale Zone, wo sie ein altes Föderationssignal untersuchen soll. Dabei gerät die Crew in Konflikt mit der obersten Direktive. Artifacts of Mars schickt uns in Dangerous Galaxy auf die Excalibur, ein Trainingsschiff für angehende Sternflottenoffiziere. Als der Rest der Crew in ein Koma fällt, liegt es an den Kadetten, das Schiff zu retten. Teil 1 des animierten Fanfilms hat eine Spielzeit von knapp 15 Minuten, der zweite Teil ist noch nicht erschienen. Die Links zu den Fanfilmen befinden sich wie immer in der Videobeschreibung. Mit einem genialen Marketing-Gag bescherte CBS der kommenden Picard-Serie noch nie dagewesene Aufmerksamkeit. Dem Studio gelang es offenbar, das berühmte Sternflottenlogo auf dem roten Planeten zu verewigen, so bestätigten Wissenschaftler vom MRO High-Rise Camera Team der Universität von Arizona. Kritische Stimmen behaupten, es handle sich bei der Steinformation um eine halbmondförmige Düne, die in einem See von Lava zu einer Insel wurde. Im Laufe der Zeit habe der Wind den Sand davongetragen, so behaupten die Experten. Planetologe Ross Beyer erklärt sogar, die Ähnlichkeit zum bekannten Logo sei zufällig. Bisher gibt es leider keine handfesten Beweise, dass das CBS-Marketing-Team auf dem Mars war. Wie gefiel euch Pikes Führungsstil? Und glaubt ihr, dass CBS auf dem Mars war?